Hallo ihr Lieben, heute komme ich mal mit einer anderen Box. Ich weiß nicht mehr, ob die letztes Mal gekommen ist. Das ist die Vegan Beauty Basket. Und da kommt alle 2 Monate und kostet so ungefähr 25 Euro. Bin mal gespannt. Ich habe gedacht, ich habe es abbestellt, aber scheinbar doch nicht. Also gut, also so sieht es dann aus, wenn man es aufmacht. Und da kommt immer noch eine Zeitschrift damit. Hier heißt vegan und das sind, glaube ich, als Rezepte drin und solche Sachen. Ja, ne? Okay. Okay, mal gucken, was alles drin ist. Und immer hat man eine Karte mit einer Katze drauf. Das ist auch süß. Jawohl, 2 Katzen sogar. Okay, und hier sind die Preise dann drin. Okay, fangen wir mal an auszupacken. Ne? Es fühlt sich recht schwer an heute, muss ich sagen. Wir haben alles sehr gut verpackt. Guck mal an. Und das ist das Erste, was ich sehe. Und das sind wieder, ist ein Shampoo für All Hair Types von der Vegan Fuchs, nehme ich an, heißt das. Wenn ihr meine anderen Videos schon gesehen habt, dann wisst ihr wahrscheinlich, dass ich kein festes Shampoo mag, weil die meine Haare also wie Stroh machen. Aber ich tue es trotzdem mal. Vielleicht probiere ich es mal wieder mit. Ja. Riecht einzigartig. Das auch nicht. Naja. Gut, also das war das. Die Preise zeige ich euch nachher. Und dann, oh, guckt, in einem Video war jetzt das drin, wo ich das auch bekommen habe für Sonnenschutz von I&M. Das ist normalerweise nicht sehr billig. Es kommt von Deutschland. Oh, Anti-Frizz Haarbalsam. Gut, gut, das kann er auch brauchen. Obwohl, jetzt habe ich hier kurze Haare wieder. Dann sind die alle, die frizzy Haare sind ja alle weg. Oh, es ist gelb. Okay. So, Hairfrizz, hä? Und die riechen normalerweise nach nichts. Die Produkte von I&M. Ein bisschen die Haare einmal. Ich hoffe, dass man das nicht ausspülen muss. Okay, dann sind noch 2 Sachen hier. Ah, warum ist das so eingepackt? Das war vorher aber nicht so eingepackt worden. Pure Skin Food, a Skin Glow Mask. Oh, ja, das habe ich ja gesagt, von I&M. Und das ist, mit Erdbeeren heißt das. Von wem? Pure Skin Food. Ah, das ist also die Marke. Mal sehen, ob die ein Seal haben hier. Ja, eine Maske. Sieht auch rot aus, wie ihr seht. Die Erdbeermaske, das kenne ich jetzt auch noch nicht. Die Sachen sind normalerweise sehr teuer in dieser Box. Also das wird auch wieder wahrscheinlich 20 Euro kosten oder so. Dann gehe ich jetzt nicht zu. Okay. Also 4 Sachen heute. Normalerweise. Oh nein, 5. Das hat sich versteckt. Und das ist das für, das muss es für das Auge sein, gell? Ein Eye Pencil von Pure Bio. Ja. Okay, und das, ja, das ist eben ein Ei. Okay, mal gucken, wie der aussieht. Das ist schön cremig. Also nicht so weiß, sondern mehr so eigelbweiß. Ja, schön. Der wird benutzt. Okay, und jetzt das letzte noch hier. Okay. Oh, das ist die wissen das, glaube ich, dass ich wahnsinnig auf Lavender stehe. Lavendel bei uns, Lavendel. Englisch Lavender. Essential Water Face Body Hair. Oh, right. Was muss man da? Verwendungs nach der Reinigung auf Gesicht, Hals, Körper oder Haar spülen. Kurz abwarten, bis das Produkt einzieht. Also gut, dann tue ich mal gleich. Oh. Ich könnte mich in Lavender baden. Na, bist du? Erfrischend. Aha. Ist das 100%ig? Nur, was ist drin? Lavendel, Sodium, sag mal Sodium irgendwas und Limone und noch ein Öl. Also sehr, sehr, wie sagt man, bio und natürlich. Gut, ich kann mal gucken, was das alles kostet, ne? Okay, was war's? Das Oleic Hydrolat. Hä? Welches Hydrolat? Ah, das ist Oleic. Ja, okay. Oleic.
Okay, dieses hier 100 Milliliter als kostet 10 Euro. Oh, das geht ja noch. 10 Euro. Da ist dran Organic. Organic. Drüben in den Staaten sagt man nicht Bio oder Bio, sondern normalerweise Organic. Okay, Pure Skin Food Maske. Ja, 23,90. 23,90. Das kostet im Prinzip fast die Box, ne? Dann haben wir den Kajalstift, der ist nicht so teuer. Ah nein, der heißt von Purobi. Pur, ich habe das ist Pur Bio. Ne, Purobio oder sowas, ja. Okay, und der kostet 5,89. Mhm. Dann, was war das? Ah ja, das Vegata Veganfuchs. Das kostet 9 Euro. Das Trockenshampoo, oder ja, halt nicht Trockenshampoo, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Und dann das letzte noch, dies. Oh, sind die runtergegangen mit den Preisen? Dieses hier kostet nur 8,90. Und das war's, ja, mal für Handbalsam, Haarbalsam ist das ziemlich klein. Aber ich weiß eben, wie heißt es, der neue Budni-Drogerie, die haben das. Entschuldigung, haben sie es gehabt? Ich weiß nicht, ob sie es noch haben. Das war sehr, sehr teuer. Zum Beispiel war Tagespflege oder so klein, es war 25 Euro wert. Ja, okay. Und das hat Mandel und Jojoba. Okay. Für trockenes und strapaziertes Haar. Okay. Dann zeige ich euch, was das alles gekostet hat zusammen und ob das sich gelohnt hat vom Preis her. Und die haben, wie ich sage, nur natürliche Sachen. Vegan, Bio, ja, tierfreundlich, alles. Ganz toll, ganz toll. Gut, die kommt also wirklich alle 2 Monate und für 25 Euro. Ist das nicht so schlecht, finde ich. Gut, dann mache ich das an den Platz und ich sehe euch hoffentlich im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.